ganz besonders dem nicht minder beeindruckenden Unternehmer Christoph Blocher zuwenden, der 1969 in die Rechtsabteilung der Ems Chemie trat. 1983 erwarb er die Aktienmehrheit des Unternehmens und wurde dann 1984 Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Ems Chemie Holding AG. Nach seiner Wahl in den Bundesrat 2004 übertrug er das Unternehmen seinen drei Kindern, so die Ems Chemie seiner Tochter Magdalena Martulo Blocher. Wir hatten vor drei Wochen ein Interview mit seiner Tochter. Ich zeige hier nochmal die Headline. Und die Journalistin, die mit der Frau Blocher diskutierte, war nicht minder beeindruckt von ihrer klaren Haltung zum Unternehmen, ihrer klaren Haltung zur Gesellschaft. Und besonders mit drei Kindern ist sie ein absoluter Familienmensch. Wir dürfen auf dem Podium einen glücklichen und sehr sicher sehr stolzen Vater, Politiker und Unternehmer empfangen, der in seinem Referat die Chancen und die Gefahren der Schweiz für die Schweiz analysiert. Herr Blocher, gebe das Wort. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben mich gebeten, Ihnen zu sprechen zum Thema Chancen und Gefahren der Krise für die Schweiz. Soweit ich sehe, sind hier vor allem sogenannte CFOs, also Finanzdirektoren, Finanzverantwortliche und Rechnungsverantwortliche da. Für Sie ist eigentlich klar, jetzt ist die große Chance für Sie, weil Sie sind nie so gefragt wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten sind es die Marketingleute und weiß ich was. Alle, die das Zeug verkaufen, das man auch verkaufen könnte ohne Marketing. Und in schlechten Zeiten haben sie kein Geld und das Rechnungswesen stimmt nicht und die Zahlen und so weiter, das ist ihre große Zeit. Also spreche ich zu Ihnen, die jetzt in einem Hochleben. Nun zuerst, Sie wollen etwas hören über die Krise und konzentrieren es auf die Schweiz. Also wir sprechen von der schweizerischen Wirtschaft und Chancen und Gefahren in dieser Situation. Ich frage zuerst, haben wir eigentlich eine Krise in der Schweiz? Und was ist das überhaupt? Ich sage Ihnen, nein, wir haben keine. Unter Krise verstehe ich dermaßen starke Einbrüche in den Unternehmen und in der Wirtschaft, dass sie Massenentlassungen von größtem Stile haben, ganze Unternehmen, die reiheweise kippen, das haben wir nicht. Ich habe in meiner industriellen Tätigkeit jetzt 6 Wirtschaftseinbrüche, Flauten oder Rezession oder was Sie sagen, erlebt. Das ist nicht die stärkste Flaute, die ich erlebt habe. 74er zum Beispiel war viel tiefer. Immer vom industriellen Standpunkt aus. Aber wir haben einen wirtschaftlichen Einbruch und es ist eine Rezession. Rezession ist, sagen die Ökonomen, wenn 2 hintereinander folgende Quartale ein negatives Wachstum aufweisen, dann ist das eine Rezession. Also gut, dann ist es jetzt halt eine Rezession. So wichtig ist das für uns in der Wirtschaft nicht, ob wir dem so sagen oder anders. Es ist eine wirtschaftliche Bässe. Sie ist relativ stark und heftig ausgefallen, das schon. Aber sie ist keine Krise, die habe ich nie erlebt, weil ich noch zu jung bin. 30er Jahre aus der Geschichte, 1919 und so weiter. Das ist es nicht. Das ist tröstlich, aber das muss man wissen. Zweitens, es ist auch nicht Abnormales. Das ist vor allem auch für Sie von Bedeutung im Laufe der Jahre, dass Sie das wissen. Die Wirtschaft geht nie nur aufwärts. Das kann nicht sein. Das ist ein Naturgesetz. Es geht immer aufwärts, aber immer auch wieder abwärts. Aber es geht auch nie nur abwärts, sondern aufwärts. In der freien Marktwirtschaft ist das so und muss so sein. Ausnahme ist die Planwirtschaft, da gibt es diese Auf und Abs nicht, da geht es immer nur herunter. Wir haben nur diese Wahl, aber keine andere Wahl vom Wirtschaftssystem her,
Das sage ich, weil jetzt wieder Leute sagen, ja, das ist eben mit der freien Marktwirtschaft, das sieht man eben, das auf und runter, und wenn jetzt schon die Fehler machen, die Planwirtschaft hat Konkurs gemacht, das haben wir mindestens gesehen und erlebt. Alle Planwirtschaften haben Konkurs gemacht. Der ganze Ostblock, China hat rechtzeitig gedreht, die sind nur noch gesellschaftspolitisch kommunistisch, sonst sind sie für die freie Marktwirtschaft. Das muss man einfach sich vor die Augen halten. Zweitens, die Erfahrung zeigt, Hochs und Tiefs in der Wirtschaft dauern nie nur ein paar Monate, sondern immer ein paar Jahre. Muss auch so sein. Nehmen Sie eine einfache Erklärung. Ich rede jetzt halt industriell, aber Sie können vom Dienstleistungssektor her das Gleiche nehmen. Was passiert eigentlich, wenn die Wirtschaft läuft? Alle wollen Ware und sie kaufen. Sie kommen zur Firma und sagen, ich möchte gerne 1000 Tonnen von diesem Produkt. Eines Tages sagt der Verkäufer, ich habe keine Ware. Wir sind ausgelastet. Er geht zum Chef und sagt, du, der will 1000 Tonnen, der will noch 1000 Tonnen, den wir müssen ausbauen. Normalerweise, namentlich Manager, altgesessene Unternehmer nicht mehr, die sind schon abgeklärt, oder? Aber die Manager sagen, ja, dann machen wir das. Ja, jetzt ist gut, können wir kaufen. Aber der, die 1000 Tonnen will, der kommt nicht nur zu mir. Der geht auch zum B, da bekommt er auch nichts. Zum C bekommt er auch nichts. Zum D, zum E und zum F. Und bei allen spielt sich das Gleiche ab. Wir könnten viel mehr verkaufen. Und alle investieren. Und alle investieren auf die gleichen 1000 Tonnen. Wenn sie fertig sind, rufen sie an, jetzt kannst du haben. Dann sagt er jetzt, der B hat's, der C hat's, der D hat's, der E hat's. Das haben sie alle. Du kannst schon liefern, aber dann nicht mehr zu diesem Preis. Weil jetzt haben sie andere auch. Und dann beginnt dieses Spiel nach unten. Das ist auch volkswirtschaftlich so. Das ist jetzt an einem kleinen praktischen Beispiel aufgezeigt. Darum, wenn Sie CFO sind, wir kommen jetzt dann im nächsten Jahr dann auch wieder in eine Hochkonjunktur. Das kann ich Ihnen schon voraussagen. Es muss so sein. Nicht dieses Jahr und auch nicht das nächste, aber in einigen Jahren wieder. Bremsen Sie dann, wenn die ausbauen wollen. Das sage ich Ihnen einfach. Das ist hier. Gehen Sie auf die Bremse. Ja. Ich sage Ihnen ein Beispiel. 2007 war ich im Bundesrat. Dann habe ich in einer Sendung, Teleblocher, die mache ich jede Woche. Ich nehme an, dass Sie das alles natürlich schauen jede Woche. Das ist das einzige nicht zensurierte Fernsehen. Das einzige Fernsehen, das Sie weltweit in Mundart empfangen können. Und da habe ich auf die Frage, was sagen Sie über die Konjunkturentwicklung? Dann habe ich als Unternehmer, nicht als Bundesrat, gesagt, sehen Sie, die Zahlen dieser Institute, die sind auf jeden Fall, alle haben etwas gemeinsam, sie sind falsch. Waren immer falsch. So wichtig tun sie ja mit Komma, Prozent. Nein, das Wachstum ist nicht 1,4, es ist 1,6. Ist auf jeden Fall immer falsch. Zweitens, ich sage Ihnen voraus, in diesem verrückten Jahr 2007 kann ich Ihnen sagen, wenn ich Unternehmer wäre, jetzt Investitionsstopp, jetzt Personalstopp, jetzt Vorbereitung auf eine Rezession oder auf eine, ich habe das Wort Rezession gebraucht, aber ich wollte sagen, ein Niedergang, das ist also nicht technisch gemeint, und die wird kommen. Vor allem in Amerika ist sie schon auf besten Wegen, schon sichtbar. Schau immer das Gleiche, ein bis zwei Jahre später ist sie auch bei uns. Schau eine Erfahrungstatsache. Da hätten Sie sehen sollen in den Zeitungen, die Ökonomen. Können Sie alles noch nachlesen, haben wir heute Internet, oder? Können Sie das mal nachschauen? Das ist ja furchtbar, dass ein Landesvater solche Prognosen abgibt, die Leute verunsichern, ist ja kein Makroökonom, versteht ja nichts. Müssen wir mal die Vorschauen anschauen. Ich habe mich dann auch etwas gefragt, ja, ich bin vielleicht etwas zu weit rausgelehnt und so, aufpassen, oder?
Es ist genau so gekommen. Nicht, weil ich intelligent bin. Nicht, weil ich mehr verstehe als diese Leute, sondern das ist die 40-jährige Erfahrung als Unternehmer. In solchen Situationen müssen Sie die Bremse, auf die Bremse treten. Massiv. Weil nach solchen Situationen kommt der Einbruch. Und weil der Aufschwung 2003 bis 2008 auch in der Schweiz besonders stark war. Wir haben ja weltweit einen Wirtschaftsaufschwung gehabt, wie wir ihn in dieser Intensität und dieser langen Dauer weltweit, also nicht nur in einzelnen Ländern gehabt haben, eine vorher nie gehabt. Darum war es auch einsehbar, dass die Reaktion heftig sein wird. Ich habe nicht gesehen, dass es genau an diesem, da in diesem Herbst der Zusammenbruch ist und dass plötzlich, also in unserem Bereich, Autozulieferer, drei Monate niemand mehr etwas bestellt. Das habe ich auch nicht gesehen. Das ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man weiß, es ist so. Wenn ich sage, die Schweiz hat keine Krise, dann bitte ich Sie, schauen Sie die Sachen genau an. Bis zum Oktober dieses Jahres hat die Beschäftigtenzahl in der Schweiz zugenommen, nicht abgenommen. Sie können in der Statistik schauen, Bundesamt für Statistik. Zugenommen, wir haben mehr Beschäftigte als alle Monate zuvor. Sie steigt immer noch, also jetzt weiß ich nicht im November, das habe ich noch nicht gesehen. Sie ist weniger stark gestiegen als vorher, aber sie ist noch gestiegen. Arbeitslosenzahl ist gestiegen, aber nicht etwa, weil die Beschäftigtenzahl gesamthaft abgenommen hat, sondern wir haben mit der Personenfreizügigkeit eine Einwanderung bekommen, wie wir sie nie hatten. Etwa 100.000 2008, das ist das erste Jahr, das offen ist. Sie werden sehen, wir werden auch dieses Jahr wieder etwa 100.000 zusätzliche bekommen und da steigt die Arbeitslosigkeit. Das ist klar und der Vorteil der Unternehmer ist, sie können auswählen in einem größeren Reservoir. Das ist also kein Krisensymptom, wenn die Beschäftigtenzahl steigt. Auch wenn sie abnimmt, noch nicht. Aber von Einbrüchen ist nicht die Rede. Das zur Krise, aber das ist jetzt Ihnen ja gleich, ob es Krise ist oder nicht. Schlechte Zeiten sind schlechte Zeiten. Ob Flaute, Rezession oder Krise, die Grundsätze sind ja auch etwa gleich. Aber es ist tröstlich zu wissen, wir haben keine Krise. Haben wir eine Finanzkrise? Das würde ich allerdings bejahen. Eine Weltfinanzkrise haben wir. Das ist eindeutig, weil die gesamte Finanzwirtschaft der Welt hat eine massive Vertrauenskrise und das einzige Kapital, das eine Bank hat, ist das Vertrauen. Wir Industrielle brauchen nicht viel Vertrauen. Wir haben eine gute Ware, die kann man holen und kaufen, man gibt das Geld, wenn man die Ware hat. Die Banken leben eigentlich nur vom Vertrauen. Das ist ja ein eigenartiges Gewerbe, die Bank. Oder wem geben sie eigentlich Geld? Und sagen, du hast da alles mein Geld. Mach damit, was du willst. Aber wenn ich es wieder will, gehst du es wieder zurück. Und sie machen es ja in der Regel ohne zu schauen, weil es eine Bank ist, oder? Und wenn dieses Vertrauensverhältnis gestört ist, dann ist es schlimm und es ist weltweit gestört. Wenn Banken zusammenbrechen und zusammenbrechen würden die allergrößten, wenn nicht der Staat diese stützen würde, das sind dann Krisensymptome, wenn der Staat in großem Umfang ganze Bereiche unter die Fittiche nehmen muss. Weil wenn sie zusammenkrachen, die ganze Volkswirtschaft mitreißt, ganze Länder bankrott gehen, das sind eindeutige Krisensymptome. Wenn Staaten Geld drucken, Geld in den Kreislauf jagen, kennen wir alles, auch von früheren Krisenzeiten, das ist etwas außerordentlich Gefährliches. Geld, das nichts kostet, ist sehr gefährlich, wissen wir alles. Ich mache einen kleinen Sprung in die Zukunft. Sollten die Notenbanken den Mut nicht haben, dieses Geld wieder rechtzeitig abzuziehen, dann werden wir nach einer kurzen Deflation
eine massive Inflation bekommen. Das wird dann die nächste große Gefahr sein. Ich weiß nicht, ob die Notenbanken den Mut haben. Die sind ja alle auch von Politikern umgeben. Ne? Und Politiker sind nicht berühmt für etwas Mutiges zu tun. Sie machen das, was gerade im Moment etwas gut tönt, oder? Die Schweizerische Nationalbank, wenn wir zur Schweiz gehen, betrachtet, ist mein Urteil, ich bin außerordentlich froh, haben wir die Nationalbank. Und ich bin auch der Meinung, die Nationalbank hat bis jetzt hervorragend operiert. Stillen, klar, alles, was wir gemacht haben, ist nicht die Regierung in Bern. Das ist alles die Nationalbank. Auch die Rettung der UBS, auch die ganze Konstruktion, das ist alles die Nationalbank gewesen. Der Bundesrat hat es dann vollzogen und verkauft, aber das ist die Nationalbank. Und ich glaube auch, sie hat die Probleme erkannt und handelt zum Glück auch sehr unabhängig, weil sie auch unabhängig ist. Das ist der Vorteil und Parenthese, dass wir nicht in der Europäischen Union sind. Wir haben eine Nationalbank, die handeln kann. Das haben die EU-Staaten alle nicht mehr. Darum haben alle Staaten dort, musste die Regierung der Staatshaushalt handeln, weil sie keine Noten, keine Ländernotenbank mehr haben. Und die zentrale Notenbank ist zur EU nicht geeignet, weil sie so viele verschiedene Länder hat. Und darum stehen wir weniger schlecht als die anderen. Ich bin auch der Meinung, dass man weltweit die Sache etwas stabilisiert hat, aber ich bin auch der Auffassung, dass es noch nicht vorbei ist, nicht wahr? Das ist nicht so schnell vorbei, also da können auch Überraschungen nach beiden Seiten kommen. Ich gehe jetzt etwas weg von den Banken, weil ich vom anderen mehr verstehe. Wenn wir das einordnen, dieses Auf und Ab, stehen wir am Anfang einer relativ schlechten Zeit. Wir sind jetzt eigentlich im zweiten Jahr, wenn ich so Mitte 2008 hat es begonnen, oder ist es im zweiten Jahr. Nächstes Jahr werden wir keinen Aufschwung haben, 2011 wahrscheinlich kaum, dann vielleicht so ab 2012 könnte es dann wieder etwas besser gehen. Nicht, dass es hier drin nicht immer wieder auf und ab gibt, das ist klar, aber so die konjunkturelle Aufschwungsphase, die ist noch etwas zu früh. Das heißt für uns, wir müssen also auf etwas tieferem Niveau schauen, dass wir leben können. Das ist die Lehre daraus. Jetzt sagen viele, aber es geht doch jetzt viel besser als Anfangsjahr. Ja, das ist klar, weil der Einbruch nach einer Überhitzung ist am Anfang am schlimmsten. Warum? Weil alle korrigieren müssen zuerst. Und was ist das? Sie bauen Lager ab, sie bestellen nicht mehr, sie sind zurückhaltend, das geht bis zum Konsumenten. Jeder hat etwa 30 Paar Socken im Kasten und etwa 20 Hemden und 5 Anzüge. Sie können auch ein Jahr oder zwei ohne Kleider sein, kaufen sein, oder? Sie haben ein Auto, ob sie es jetzt noch ein Jahr länger halten oder nicht, spielt keine Rolle. Der Konsument reagiert auch so. Und die verkaufende Firma auch. Und die Firma, die den Rohstoff liefert, auch. Und darum sind die ersten Monate immer die schärfsten. Darum, ich rede jetzt aus der Erfahrung, weil in unserer Familie sind wir Autozulieferer auch, da sind einfach 3 Monate keine Bestellung. Einfach keine. Null. Ist ja klar, die Autofirmen haben auf Halde produziert. Die haben Lager, die kaufen nicht. Vorher in der Hochkonjunktur kaufen alle auf Lager. Warum? Weil die Rohstoffe, die Produkte steigen, müssen sie rechtzeitig kaufen, weil sonst müssen sie es zu teuer kaufen. Alles Binsenwahrheiten, seit 100 Jahren ist das so. Das ist nichts Neues. Das wird auch die nächsten 100 Jahre so sein. Und darum derjenige, der früher reagiert, wird das Rennen machen. Und wenn Sie früher reagieren, schauen Sie auf die Lebenserfahrung und nicht auf diese wissenschaftliche Zahlenbeigereiter. Das ist eine Pseudogenauigkeit. Brauchen Sie auch nicht. Es ist gleich für Sie, ob Sie viel oder wenig Einbruch haben. Wenn Sie einen Einbruch haben, das genügt. Und dass Sie wissen, wenn ich einen Einbruch habe, jetzt haben Sie jetzt, es geht wieder aufwärts.
Ich bin nicht einer, der da gute Nachrichten bringt und sagt, ich bin ein Prophet. Ich bin kein Prophet. Also es ist immer wieder aufwärts gegangen und es wird auch wieder aufwärts gehen. Und jetzt müssen Sie sich rechtzeitig vorbereiten. Ich nehme an, aus den Betrieben, die Sie kommen, haben Sie jetzt Ihre Hausaufgaben gemacht. Was sind eigentlich die Hausaufgaben, wenn man in wirtschaftlichen Abschwung kommt? Man korrigiert die Führungsmängel der Vergangenheit. Schonungslos. Wer es trifft in der Pässe, hat schlecht geführt. Schlecht geführt. Ist hart, aber es ist so. Diejenigen, die gut geführt haben, trifft es nicht oder weniger. Diejenigen, die schlecht geführt haben, trifft es mehr. Es gibt ja nicht Firmen, die aus einem anderen Grund schlecht sind, als man sie schlecht führt. Das will man nicht wahrhaben, weil wir erzogen sind, wenn ich schlecht geführt habe, bin ich ein minderwertiger Mensch. Dabei, es ist so. Es gibt keine schlechten Firmen, es gibt nur schlechte Chefs. Finito. Also müssen wir es korrigieren. Und Firmen, die nach 2-3 Monaten Zusammenbruch von der Höchstkonjunktur in tiefste rote Zahlen reinfahren, da hat man vorher falsch geführt. Ich sage Ihnen das deshalb, weil nur wenn man das zugibt, beginnt man die Führung zu ändern. Jetzt können Sie natürlich monatelang die Zeit vertreiben, indem Sie begründen, warum es Ihnen schlecht geht, oder? Den Misserfolg begründet. Da bringt jetzt gar nichts. Es gibt nur eines, ich muss die Führung ändern. Was machen wir immer falsch? Ich sage wir. Sind alle, auch die guten Chefs. Das rede ich als die anderen. Wir geben zu viel aus. Wir bauen die Kostenstruktur aus. Wir werden bequem. Wir leisten uns vieles, das wir in der schlechten Zeit uns nicht leisten würden. Darum haben Sie zuerst ein Kostenproblem. Zweitens, wir haben keine Vorsorge geleistet für die Zukunft. Das ist der zweite Fehler. Weil man meint, es geht da immer so weiter. Namentlich junge Leute, die diese Zyklen nicht kennen, oder? Die haben die Erfahrungen nicht. Und jetzt müssen Sie halt das am Anfang rasch korrigieren. Sofort und massiv die Kosten runter. Wenn Sie schon 2007 das gemacht haben, haben Sie es gut. Wenn Sie gewartet haben bis 2008, ist es schwer. Und 2009 ist es noch schwerer. Aber Sie müssen es. Und da sind Sie gefordert, oder? Da müssen Sie Ziele setzen, das Gott erbarme. Und ja, keinen anhören, der sagt, es geht nicht. Nein. Ich habe viele solche Kostenübungen gemacht, am Schluss noch an Bundesrat, in meinem Departement, habe ich gesagt, 20% runter mit den Kosten. Jeder gesagt, das kann man nicht in der Wirtschaft, das kann nicht im Unternehmen, kannst du das, aber im Bund kannst du das nicht. Ich habe nachher 22%, und zwar realisierte Kostensenkung gehabt. Weil es ist auch eine allgemeine Weisheit, wie man Kosten senkt. Sie müssen das Ziel geben. Und zwar nicht fragen, ob es möglich ist. Sie müssen einfach sagen, wie viel die Kosten sind. Wenn Sie sagen 20%, sind 20%. Und dann müssen Sie die von den anderen Bereichen, ich habe sie jeweils etwas aufgeteilt, auf die verschiedenen Bereiche nicht gleich viel. Und jetzt bringen Sie bis in 14 Tagen 3 Varianten, wie Sie die Kosten senken würden. Und sagen mir, welche dieser 3 Varianten ist die wenig schlechteste. Und Sie können auch noch eine andere bringen. Was würden Sie dann tun, wenn Sie kein solches Ziel hätten? Da werden Ihnen alle sagen, das ist nicht möglich, 20%. Da müssen Sie die Härte haben. Ich habe jeweils immer, wenn ich das muss, das manchmal machen im Leben, immer montagmorgens um 6 Uhr. Antraben um 6 Uhr, Kostensenkungsbefehlsausgabe. Damit sie etwas Besonderes haben. Und dann habe ich die Sache gebracht und gesagt, ade miteinander, in 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und zwar aus Selbstschutz müssen Sie das machen. Ja, nicht diskutieren beginnen, sonst werden Sie auch schwach. Ich habe das denen auch gesagt, wenn einer diskutieren würde und sagt, ich will kein Wort hören, sonst würde ich auch noch schwach.
Das ist, die Forderung zu stellen, ist schon eine große Kraftanstrengung. Das ist strenger, als es zu machen. Und der Unternehmer, meine Erfahrung ist, wenn einer sagt, ich kann es nicht, sage ich, in 14 Tagen bringen Sie es. Wenn Sie es nicht machen, mache ich es dann, aber dann sind Sie nicht mehr nötig. Ich sage Ihnen das alles nur, wie ernsthaft man dahinter muss. Und das muss schnell gehen, damit nicht das ganze Unternehmen sich während Jahren mit Kostensenkungen bemüht. Das muss schnell gehen. Sie müssen die Sache beschlossen haben. Ich habe immer gesagt, innerhalb von 2 Monaten muss es beschlossen sein, und zwar bis ins Detail. Wenn Sie Personen abbauen, müssen Sie wissen, wer, wo, wann, bis ins Detail. Und dann muss es durchgezogen werden, dann haben Sie den Kopf wieder frei für anderes. Und was ist das andere? Sich auf den Aufschwung vorbereiten. Da sollten Sie jetzt drin sein. Jetzt sollten Sie im Vorbereiten des Aufschwungs sein. Außer Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht, dann müssen Sie jetzt halt noch machen. Dann wird es ab Frühling, bis Sie das vorbereiten können. Was heißt das? Also für, ich rede wieder von Industrieunternehmen. Jetzt aktivieren Forschung und Entwicklung, wenn Sie das haben, jetzt. Sie werden am Aufschwung teilnehmen, intensiv, wenn Sie besser sind und anders als die Konkurrenz. Ist auch einfach, oder? Ich muss gar nicht gut sein als Unternehmer. Ich muss nur weniger schlecht sein als die Konkurrenz. Das ist doch tröstlich. Also ich erzähle immer meinen Führungswitz, den ich im Unternehmen immer den Leuten eben schlechten Zeiten gegeben habe. Sie kennen da vielleicht schon, oder? Diese zwei, die wandern in der Steppe mit dem Rucksack, durch die Steppe gehen, sitzen ab und essen das Nüni, packen ihren Rucksack aus und auf einmal sieht einer einen Löwen kommen. Oh, da kommt ein Löwe. Dann beginnt der andere, den Rucksack auszupacken und zieht ihn zur Turnschuhe an. Dann sagt er, warum, was machst denn du da? Du musst doch nicht meinen, du seist mit den Turnschuhen schneller als der Löwe. Sagt er, muss ich auch nicht, ich muss noch schneller sein als du. Das ist doch der tägliche Konkurrenzkampf, den wir führen. Das ist ein einfaches System. Weil in Rezessionszeiten neigen wir ja zur Verzweiflung. Das ist doch so. Also wenn wir ehrlich sind, bei diesen... Ich habe noch immer Verzweiflungszustände, wenn das so weitergeht. Uns verjagt es. Jetzt muss man an die Realität gehen. Was ist denn das mit dem Konkurrent? Ja, bin ich so viel schlechter als dir. Und jetzt kommt etwas, was man immer in der Rezession gerne nicht macht, aber tun sollte. Und in der Hochkonjunktur auch nicht macht, aber tun sollte. In der Rezession müssen Sie mit Ihren Leuten nach Ihren Stärken suchen. Was habe ich in meinem Betrieb für Stärken? Nicht die Schwächen, die sehen Sie ja in der Rezession, die müssen Sie wegwerfen. Wo bin ich besser als der andere, wo bin ich weniger schlecht? Und Sie haben Stärken, nur finden Sie es schwer in der Rezession. Und in der Hochkonjunktur müssen Sie das Gegenteil machen. Immer fragen, wo bin ich eigentlich schwach? Dann sehen alle nur die Stärken. Sind alle, ja, schauen Sie mal die Zahlen an. Ja, schauen Sie mal die Zahlen an. Nein, alles schwarz. Schauen Sie mal die Steigerung. Zum Budget. Ja, nein, lassen wir mal. Das ist die Reaktion der Hochkonjunktur. Wenn es schlecht geht. Ja, wir haben ja nicht, der andere ist grösser und der andere hat den Vorteil, der hat noch Staatsunterstützung. Typisch Italiener und Schäfer und dies und jenes. Schauen Sie Ihre Stärke und die dann nachher massiv fördern, auch in der Produktentwicklung, Marktentwicklung, alles. Forschung und Entwicklung lege ich nicht nur auf das im engeren Sinne Forschung und Entwicklung. Das ist in allen Bereichen. Sie können Ihre Stärken haben im Rechnungswesen, Sie können Ihre Stärken haben im Finanzwesen, Sie können Ihre Stärken haben in der Produktion. Sie sind vielleicht Kostenleader, Sie sind vielleicht viel innovativer als der andere, sie sind schneller und so weiter. Das ist die Arbeit, die von oben durchgedrückt werden kann. Weil der Mensch ist einfach ein schäbiges Geschöpf, oder? Wenn es gut geht, dann sieht er nur, es geht gut und ist selbst der Held, oder? Und wenn es schlecht geht, geht es schlecht und dann sind die anderen schuld.
Das ist ja im täglichen Ablauf so, oder? Sie können das auf keinen schauen, oder? Sie wissen mal schauen, wenn einer mit dem Auto einem hinten rein fährt und wenn die beiden ausstehen, müssen sie zuhören. Das ist genau das. Jeder ist da unschuldig, jeder der andere ist, selbstverständlich, oder? Auch wenn nichts passiert, ist jeder selbstverständlich, ist er der Held. Und das muss man korrigieren. Das muss man den Menschen nicht verachten. Er ist einfach so, wir sind ja auch so. Also müssen wir Gegensteuer geben. Also ich kann Ihnen das nur mitgeben, jetzt auf den Weg. Vielleicht sagen Sie, ja, das hätten wir auch gewusst, wie das kommt. Gut, dann hätten Sie mich einladen müssen. Ich kann Ihnen auch nur geben, was ich machen würde. Und ich muss Ihnen sagen, nach 40 Jahren industrieller Tätigkeit, dort, wo ich es falsch gemacht habe, habe ich Misserfolg gehabt. Wo ich es so gemacht habe, habe ich Erfolg gehabt. Das ist natürlich auch ein Indiz, dass es richtig ist. Und ich habe jetzt gesehen, als ich in den Bundesrat musste ich über Nacht handeln. Ich habe nicht gedacht, dass es möglich wird, oder? Aber musste ich eine Lösung für meine Firmen suchen. Da musste ich die Kinder platzieren. Du nimmst die Firma, du diese, du jene. Und die haben sind noch jung. Sie haben industrielle Erfahrungen auswärts gemacht, aber sie waren noch jung, aber keine Erfahrung. Dafür haben sie Temperament und Entscheidungsfreude, aber sie sind noch jung. Und ich habe gesagt, ich rede auch nicht mehr rein bei euch, könnt machen, was ihr wollt, aber wenn ihr Rat braucht, könnt ihr kommen. Und ich habe diesen Rat gegeben, jetzt auch 2007. Und das, was ich also da am Tele Blocher gebröselt habe für die Schweizer und für die viele Auslandsschweizer, die dieses Fernsehen schauen, ich habe es gegeben, damit die Leute ja, handeln würden. Ich habe natürlich auch vor allem an den Bundeshaushalt gedacht, nicht wahr? Also da sind dann ganz große Spezialisten. Die sind dann auch die Helden, wenn es schlecht geht. Das ist der Unterschied. Ja? Aber sonst reagieren sie genau gleich. Aber ich habe damals gesagt, 2000, jetzt musst du runter. Haus mit den Kosten runter. Investitionsstopp. Sie hat das gemacht. Und sie musste dann im Anfang 2009, weil es auf Null geht, auch Kurzarbeit machen. Aber jetzt, ja, nicht etwa Kurzarbeit für alle. Das ist das Dümmste, was Sie machen können. Versuchen Sie das. Und ich habe das schon mal gemacht, nach einer Rezession. Und jetzt wieder hat sie es auch durchgeführt in Ems. Die sind am meisten getroffen, also den Kunststoff, die Feinchemiebereich. Und die Tochter mit dem Bartel-Leckerli, die hat es nicht so getroffen, oder? Für dafür reicht das Geld immer noch, oder? Aber im Autobereich. Kurzarbeit für die anderen und für die anderen entsprechend die Arbeitszeit erhöht. Für Forschung, Entwicklung, Verkauf, neue Produkte, oder? Und wenn Sie das nicht befehlen, sondern in die Firma reinwerfen und offen sagen, wie es aussieht, Sie werden sehen, die Leute machen es freiwillig. Das haben sie auch freiwillig gemacht. Haben gesagt, gut, dann sehen nein. Keiner wird, dass wir jetzt Kurzarbeit machen. Produktion muss ich kurz arbeiten, ist ja klar, wenn sie nicht produzieren können, muss ich. Also keinen Wert, dass sie noch mehr machen. Aber die anderen erhöhen und das gibt Momentum. Das gibt auch ein Momentum für die Belegschaft, wenn sie sich unternehmerisch beschäftigen müssen. Wenn sie da hinstellen und sagen, die machen Kurzarbeit und die arbeiten 10% länger, dann sagt einer, ja, aber ist auch nicht solidarisch, oder? Ja, klar. Aber wenn Sie in das Ergebnis reintauchen und in die Situation, darum bin ich für absolute Transparenz innerhalb des Unternehmens. Gerade wenn es schlecht geht, jeden Monat. Sie sind an der Spitze, Sie kennen ja die Zahlen, ich hoffe es wenigstens. Das ist auch nicht bei allen Unternehmen so, aber wenn Sie die Zahlen kennen, die Entwicklung kennen, hinstehen vor die Leute, zeigen, wie schlecht das wir sind, das gibt Vertrauen. Und die ersten Notmaßnahmen getroffen haben und
Sie müssen das klar sein, wenn Sie Leute abbauen, das ist die korrigieren einen Führungsfehler. Sie haben zu viel eingestellt vorher. Scheinbar. Haben zu viel eingestellt. Fertig. Aber deswegen müssen Sie nicht die Asche auf das Haupt streuen, nicht? Wir Manager machen auch Fehler. Und dann, jetzt sollte sie den auch schon vorbereiten. In einigen Jahren kommt er. Ich sage Ihnen nicht wann. Ist auch gleich, ob der 2012 kommt oder 2013. Aber es dauert immer ein paar Jahre. Diese Korrekturen dauern eben etwas länger. Was ich nicht weiß und auch noch nie erlebt habe, ist, wie weit wird diese Bankenkrise, wenn sie nicht durchgestanden werden kann, wird das die Industrie mitreißen? Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich würde aber hier nicht allzu pessimistisch sein, weil die ganze Welt, das ist wahrscheinlich jetzt ein Vorteil, dass es die ganze Welt betrifft, alle Bankenplätze haben die gleichen Probleme. Und die wollen jetzt da raus. Nun, ich sage Ihnen noch als Letztes, dass das nicht das Unternehmen ist, sondern die Schweiz, das Land. An sich müssen die Politiker genau gleich reagieren wie Sie. Genau gleich. In den guten Jahren runter mit den Kosten, nicht drauf. Die könnten noch viel mehr, also das kann ich Ihnen sagen. Also das ist der Vorteil, dass ich wenigstens 4 Jahre im Bundesrat war. 30% Kostensenkung im Bund, ohne die Leistung irgendwie zu berühren, ist spielend möglich. Spielend. Aber es muss gezielt gemacht werden. Aber es wird natürlich nicht gemacht, weil es so gut geht. Da sind Sie schuld. Sie stimmen immer ja bei Steuererhöhungen, selbst schuld. Sie immer Nein sagen. Kein Geld geben, das gilt ja auch für die Unternehmen. Das Gefährlichste ist das Geld. Ich habe meinen Tochtergesellschaften immer das Geld weggenommen. Ich habe nur einen CFO gehabt an der Spitze. Nicht in jedem Unternehmen einen. Das brauchen die gar nicht. Die brauchen Forscher, Entwickler, Produzenten, Verkäufer. Und dann brauchen sie eine Buchhaltung. Finito. Geld wegnehmen. Damit sie auch nichts Dummes machen. Immer wegnehmen. Ich habe meinen Direktoren immer gesagt, und jetzt müsst ihr einfach noch schauen, wenn ich es euch wegnehme, müsst ihr noch schauen, dass ich keine Dummheit mache, weil ich habe ja dann zu viel oben, oder? Das ist doch der Kreislauf. Aber der Bund muss das Gleiche machen und leider geht es uns viel zu gut. Sonst könnten wir nicht solche Kostensteigerungen machen. Da müssen sie einfach Nein sagen bei Steuererhöhungen. Ist einfach. Immer Nein sagen. Das ist für einen aus der Wirtschaft sowieso das Wichtigste. Ich habe viel Nein gesagt. In der Politik gilt ja als Nein sagen. Wenn ich zurückschaue, was würde ich anders machen, würde ich sagen, hätte viel mehr Nein sagen sollen. So, sonst ist da vom Staat her nicht viel zu sagen. Das ist das Wichtigste, dass wir dort nicht überborden und dass wir eine Ordnungspolitik haben und der Staat die Finger draußen lässt und sie machen lässt. Das ist ein einfaches Rezept, aber es ist so wichtig. Und die Neigung ist natürlich das Gegenteil, oder? Und hören Sie nicht, wenn der Staat sagt, er wolle Ihnen helfen. Das schlimmste Wort in der Politik ist das Helfen. Helfen heißt immer, ich nehme Einfluss. Der hilft Ihnen nicht, weil er Sie gern hat, sondern weil er sich gern hat. Denn wenn er Ihnen hilft, werden Sie abhängig. Wenn Sie abhängig ist, dann ist der andere der König. Das Helfen ist kein Rezept für die Wirtschaft, das ist etwas für den sozialen Bereich. Wenn es gar nicht mehr anders geht, muss man das tun. Aber für die Wirtschaft ist das nicht das Richtige. So, meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen für ein paar Minuten. Oder ich kann Ihnen auch das Gegenteil sagen. Wenn Sie wollen, Sie können auch aggressive Fragen stellen, wenn Sie die Antwort nicht schreiben. Okay, herzlichen Dank, Herr Blocher. Ich sage Ihnen, nein, wir haben keine. Unter Krise verstehe ich dermaßen starke Einbrüche in den Unternehmen und in der Wirtschaft,
dass sie Massenentlassungen von größtem Stile haben, ganze Unternehmen, die reiheweise kippen, das haben wir nicht. Ich habe in meiner industriellen Tätigkeit jetzt 6 Wirtschaftseinbrüche, Flauten oder Rezession oder was Sie sagen, erlebt. Das ist nicht die stärkste Flaute, die ich erlebt habe. 74er zum Beispiel war viel tiefer. Immer vom industriellen Standpunkt aus. Aber wir haben einen wirtschaftlichen Einbruch und es ist eine Rezession. Rezession ist, sagen die Ökonomen, wenn 2 hintereinander folgende Quartale ein negatives Wachstum aufweisen, dann ist das eine Rezession. Also gut, dann ist es jetzt halt eine Rezession. So wichtig ist das für uns in der Wirtschaft nicht, ob wir dem so sagen oder anders. Es ist eine wirtschaftliche Bässe. Sie ist relativ stark und heftig ausgefallen, das schon. Aber sie ist keine Krise, die habe ich nie erlebt, weil ich doch zu jung bin. 30er Jahre aus der Geschichte, 1919 und so weiter. Das ist es nicht. Das ist tröstlich, aber das muss man wissen. Zweitens, es ist auch nicht Abnormales. Das ist vor allem auch für Sie von Bedeutung im Laufe der Jahre, dass Sie das wissen. Die Wirtschaft geht nie nur aufwärts. Das kann nicht sein. Das ist ein Naturgesetz. Es geht immer aufwärts, aber immer auch wieder abwärts. Aber es geht auch nie nur abwärts, sondern aufwärts. In der freien Marktwirtschaft ist das so und muss so sein. Ausnahme ist die Planwirtschaft. Dort gibt es diese Auf und Abs nicht. Dort geht es immer nur herunter. Wir haben nur diese Wahl, aber keine andere Wahl vom Wirtschaftssystem her. Das sage ich, weil jetzt wieder Leute sagen, ja, das ist eben mit der freien Marktwirtschaft. Das sieht man eben, das Auf und Runter, Manager, die Fehler machen. Die Planwirtschaft hat Konkurs gemacht. Das haben wir mindestens gesehen und erlebt. Alle Planwirtschaften haben Konkurs gemacht. Ganz Ostblock, China hat rechtzeitig gedreht, die sind nur noch gesellschaftspolitisch kommunistisch, sonst sind sie für die freie Marktwirtschaft. Das muss man einfach sich vor die Augen halten. Zweitens, die Erfahrung zeigt, hochs bin ich besser als der andere, wo bin ich weniger schlecht. Und sie haben Stärken, nur finden sie es schwer in der Rezession. Und in der Hochkonjunktur müssen Sie das Gegenteil machen. Immer fragen, wo bin ich eigentlich schwach? Dann sehen alle nur die Stärken. Sind alle, ja, schauen Sie mal die Zahlen an. Hier, schauen Sie mal die Zahlen an. Nein, alles schwarz. Schauen mal die Steigerung. Zum Budget. Ja, nein, lassen wir mal. Das ist die Reaktion der Hochkonjunktur. Wenn es schlecht geht. Ja, der andere ist grösser und der andere hat den Vorteil, der hat noch Staatsunterstützung. Typisch Italiener und Zäb und dies und jenes. Schauen Sie Ihre Stärke und die dann nachher massiv fördern, auch in der Produktentwicklung, Marktentwicklung, alles. Forschung und Entwicklung lege ich nicht nur auf das im engeren Sinne Forschung und Entwicklung. Das ist in allen Bereichen. Sie können Ihre Stärken haben im Rechnungswesen, Sie können Ihre Stärken haben im Finanzwesen, Sie können Ihre Stärken haben in der Produktion. Sie sind vielleicht Kostenleader, Sie sind vielleicht viel innovativer als der andere, sie sind schneller und so weiter. Das ist die Arbeit, die von oben durchgedrückt werden kann. Weil der Mensch ist einfach ein schäbiges Geschöpf. Oder wenn es gut geht, dann sieht er nur, es geht gut und ist selbst der Held. Oder? Und wenn es schlecht geht, geht es schlecht und dann sind die anderen schuld. Das ist ja im täglichen Ablauf so, oder? Also keinen schauen, oder? Sie müssen mal schauen, wenn einer mit dem Auto einem hinten rein fährt und wenn die beiden ausstehen, müssen sie zuhören. Das ist genau das. Jeder ist der unschuldig, jeder der andere ist, selbstverständlich, oder? Aber wenn nichts passiert, ist jeder selbstverständlich, ist er der Held. Und das muss man korrigieren. Deswegen muss man den Menschen nicht verachten. Er ist einfach so, wir sind ja auch so. Also müssen wir Gegensteuer geben. Also ich kann Ihnen das nur mitgeben, jetzt auf den Weg.
gedacht, sagen Sie, ja, das hätte man auch gewusst, wie das kommt. Gut, dann hätten Sie mich einladen müssen. Ich kann Ihnen auch nur geben, was ich machen würde. Und ich muss Ihnen sagen, nach 40 Jahren industrieller Tätigkeit, dort, wo ich es falsch gemacht habe, habe ich Misserfolg gehabt. Wo ich es so gemacht habe, habe ich Erfolg gehabt. Das ist natürlich auch ein Indiz, dass es richtig ist. Ich habe jetzt gesehen, als ich in den Bundesrat musste, musste ich über Nacht handeln. Ich habe nicht gedacht, dass es möglich wird, oder? Aber ich musste keine Lösung für meine Firmen suchen. Da musste ich die Kinder platzieren. Du nimmst die Firma, du diese, du jene. Die Autofirmen haben auf Halde produziert. Die haben Lager, die kaufen nicht. Vorher in der Hochkonjunktur kaufen alle auf Lager. Warum? Weil die Rohstoffe, die Produkte steigen. Müssen sie rechtzeitig kaufen, weil sonst müssen sie es zu teuer kaufen. Alles Binsenwahrheiten seit 100 Jahren ist das so. Das ist nichts Neues. Das wird auch die nächsten 100 Jahre so sein. Und darum derjenige, der früher reagiert, wird das Rennen machen. Und wenn Sie früher reagieren, schauen Sie auf die Lebenserfahrung und nicht auf diese wissenschaftliche Zahlenbeigereiter. Das ist eine Pseudogenauigkeit. Brauchen Sie auch nicht. Es ist gleich für Sie, ob Sie viel oder wenig Einbruch haben. Wenn Sie einen Einbruch haben, das genügt. Und dass Sie wissen, wenn ich einen Einbruch habe, jetzt haben Sie jetzt, es geht wieder aufwärts. Geht wieder aufwärts. Ich bin nicht einer, der da gute Nachrichten bringt und sagt, ich bin ein Prophet. Ich bin kein Prophet. Also es ist immer wieder aufwärts gegangen und es wird auch wieder aufwärts gehen. Und jetzt müssen Sie sich rechtzeitig vorbereiten. Ich nehme an, aus den Betrieben, die Sie kommen, haben Sie jetzt Ihre Hausaufgaben gemacht. Was sind eigentlich die Hausaufgaben, wenn man in wirtschaftlichen Abschwung kommt? Man korrigiert die Führungsmängel der Vergangenheit. Schonungslos. Wer es trifft, in der Pässe, hat schlecht geführt. Schlecht geführt. Ist hart, aber es ist so. Diejenigen, die gut geführt haben, trifft es nicht oder weniger. Diejenigen, die schlecht geführt haben, trifft es mehr. Es gibt ja nicht Firmen, die aus einem anderen Grund schlecht sind, als man sie schlecht führt. Das will man nicht wahrhaben, weil wir erzogen sind, wenn ich schlecht geführt habe, bin ich ein minderwertiger Mensch dabei. Es ist so. Es gibt keine schlechten Firmen, es gibt nur schlechte Chefs. Finito. Also müssen wir es korrigieren. Und Firmen, die nach 2-3 Monaten Zusammenbruch von der Höchstkonjunktur in tiefste rote Zahlen reinfahren, hat man vorher falsch geführt. Ich sage Ihnen das deshalb, weil nur wenn man das zugibt, beginnt man die Führung zu ändern. Jetzt können Sie natürlich monatelang die Zeit vertreiben, indem Sie begründen, warum es Ihnen schlecht geht, oder? Den Misserfolg begründen, da bringt jetzt gar nichts. Es gibt nur eines, ich muss die Führung ändern. Was machen wir immer falsch? Ich sage, wir sind alle 2011 wahrscheinlich kaum, dann vielleicht so ab 2012 könnte es dann wieder etwas besser gehen. Nicht, dass es hier drin nicht immer wieder auf und ab gibt, das ist klar. Aber so die konjunkturelle Aufschwungsphase, die ist noch etwas zu früh. Das heißt für uns, wir müssen also auf etwas tieferem Niveau schauen, dass wir leben können. Das ist die Lehre daraus. Sagen viele, aber es geht doch jetzt viel besser als Anfangsjahr. Ja, das ist klar, weil der Einbruch nach einer Überhitzung ist am Anfang am schlimmsten. Warum? Weil alle korrigieren müssen zuerst. Und was ist das? Sie bauen Lager ab, sie bestellen nicht mehr, sie sind zurückhaltend, das geht bis zum Konsumenten. Jeder hat etwa 30 Paar Socken im Kasten und etwa 20 Hemden und 5 Anzüge. Sie können auch eine oder zwei ohne Kleider sein, kaufen sein, oder? Sie haben ein Auto, ob Sie es jetzt noch ein Jahr länger halten oder nicht, spielt keine Rolle.
Der Konsument reagiert auch so. Und die verkaufende Firma auch. Und die Firma, die den Rohstoff liefert, auch. Und darum sind die ersten Monate immer die schärfsten. Darum, ich rede jetzt aus der Erfahrung, weil in unserer Familie sind wir Autozulieferer auch. Da sind einfach 3 Monate keine Bestellung. Einfach keine. Null. Ist ja klar, die Autofirmen haben auf Halde produziert. Die haben Lager, die kaufen nicht. Vorher in der Hochkonjunktur kaufen alle auf Lager. Warum? Weil die Rohstoffe, die Produkte steigen. Müssen sie rechtzeitig kaufen, weil sonst müssen sie es zu teuer kaufen. Alles Binsenwahrheiten seit 100 Jahren ist das so. Das ist nichts Neues. Das wird auch die nächsten 100 Jahre so sein. Und darum derjenige, der früher reagiert, wird das Rennen machen. Und wenn Sie früher reagieren, schauen Sie auf die Lebenserfahrung und nicht auf diese wissenschaftliche Zahlenbeigereiter. Das ist eine Pseudogenauigkeit. Brauchen Sie auch nicht. Es ist gleich für Sie, ob Sie viel oder wenig Einbruch haben. Wenn Sie einen Einbruch haben, das genügt. Und dass Sie wissen, wenn ich einen Einbruch habe, jetzt haben Sie jetzt. Es geht wieder aufwärts. Ich bin nicht einer, der da gute Nachrichten bringt und sagt, ich bin ein Prophet. Ich bin kein Prophet. Also es ist immer wieder aufwärts gegangen und es wird auch wieder aufwärts gehen. Und jetzt müssen Sie sich rechtzeitig vorbereiten. Ich nehme an, aus den Betrieben, die Sie wissen, wenn ich einen Einbruch habe, jetzt haben Sie jetzt, es geht wieder aufwärts. Ich bin nicht einer, der da gute Nachrichten bringt und sagt, ich bin ein Prophet. Ich bin kein Prophet. Also es ist immer wieder aufwärts gegangen und es wird auch wieder aufwärts gehen. Und jetzt müssen Sie sich rechtzeitig vorbereiten. Ich nehme an, aus den Betrieben, die Sie kommen, haben Sie jetzt Ihre Hausaufgaben gemacht. Was sind eigentlich die Hausaufgaben, wenn man in wirtschaftlichen Abschwung kommt? Man korrigiert die Führungsmängel der Vergangenheit. Schonungslos. Wer es trifft in der Pässe, hat schlecht geführt. Schlecht geführt. Ist hart, aber es ist so. Diejenigen, die gut geführt haben, trifft es nicht oder weniger. Diejenigen, die schlecht geführt haben, trifft es mehr. Es gibt ja nicht Firmen, die aus einem anderen Grund schlecht sind, als man sie schlecht führt. Das will man nicht wahrhaben, weil wir erzogen sind, wenn ich schlecht geführt habe, bin ich ein minderwertiger Mensch. Dabei, es ist so. Es gibt keine schlechten Firmen, es gibt nur schlechte Chefs. Finito. Also müssen wir es korrigieren. Und Firmen, die nach 2-3 Monaten Zusammenbruch von der Höchstkonjunktur in tiefste rote Zahlen reinfahren, hat man vorher falsch geführt. Ich sage Ihnen das deshalb, weil nur wenn man das zugibt, beginnt man die Führung zu ändern. Jetzt können Sie natürlich monatelang die Zeit vertreiben, indem Sie begründen, warum es Ihnen schlecht geht, oder? Den Misserfolg begründen, da bringt jetzt gar nichts. Es gibt nur eines, ich muss die Führung ändern. Was machen wir immer falsch? Ich sage wir. Sind alle. Auch die guten Chefs, etwas weniger als die anderen. Wir geben zu viel aus, wir bauen die Kostenstruktur aus, wir werden bequem, wir leisten uns vieles, das wir in der schlechten Zeit uns nicht leisten würden. Darum haben sie zuerst ein Kostenproblem. Zweitens, wir haben keine Vorsorge geleistet für die Zukunft, das ist der zweite Fehler. Weil man meint, es geht da immer so weiter. Namentlich junge Leute, die diese Zyklen nicht kennen, oder? Die haben die Erfahrungen nicht. Und jetzt müssen sie halt das am Anfang rasch korrigieren. Sofort und massiv die Kosten runter. Wenn sie schon 2007 das gemacht haben, haben sie es gut. Wenn sie gewartet haben bis 2008, ist es schwer. Und 2009 ist es noch schwerer. Aber sie müssen. Weil es ist auch eine allgemeine Weisheit, wie man Kosten senkt. Sie müssen das Ziel geben. Und zwar
Nicht fragen, ob es möglich ist. Sie müssen einfach sagen, wie viel die Kosten rund. Wenn Sie sagen 20%, sind 20%. Und dann müssen Sie die von den anderen Bereichen, ich habe sie jeweils etwas aufgeteilt, auf die verschiedenen Bereiche nicht gleich viel. Und jetzt bringen Sie bis in 14 Tagen drei Varianten, wie Sie die Kosten senken würden. Und sagen mir, welche dieser drei Varianten ist die wenig schlechteste. Und Sie können auch noch eine andere bringen. Was würden Sie dann tun, wenn Sie kein solches Ziel hätten? Da werden Ihnen alle sagen, das ist nicht möglich, 20%. Da müssen Sie die Härte haben. Ich habe jeweils immer, wenn ich das muss, das manchmal machen im Leben, immer Montagmorgens um 6 Uhr. Antraben um 6 Uhr. Kostensenkungsbefehlsausgabe. Damit Sie etwas Besonderes haben. Und dann habe ich die Sache gebracht und gesagt, ade miteinander, in 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und zwar aus Selbstschutz müssen Sie das machen. Ja, nicht diskutieren beginnt, sonst werden Sie auch schwach. Ich habe das denen auch gesagt, wenn einer diskutieren würde und sagt, ich will kein Wort hören, sonst werde ich auch noch schwach. Das ist, die Forderung zu stellen, ist schon eine große Kraftanstrengung. Das ist strenger, als es zu machen. Und der Unternehmer, meine Erfahrung ist, wenn einer sagt, ich kann es nicht, sage ich, in 14 Tagen bringen Sie es. Wenn Sie es nicht machen, mache ich es dann, aber dann sind Sie nicht mehr nötig. Ich sage Ihnen das alles nur, wie ernsthaft man dahinter muss. Und das muss schnell gehen, damit nicht das ganze Unternehmen sich während Jahren mit Kostensenkungen bemüht. Das muss schnell gehen. Sie müssen die Sache beschlossen haben. Ich habe immer gesagt, innerhalb von 2 Monaten muss es beschlossen sein, und zwar bis ins Detail. Wenn Sie Personen abbauen, müssen Sie wissen, wer, wo, wann, bis ins Detail. Und dann muss es durchgezogen werden, dann haben Sie den Kopf wieder frei für anderes. Und was ist das andere? Sich auf den Aufschwung vorbereiten. Da sollten Sie jetzt drin sein. Jetzt sollten Sie im Vorbereiten des Aufschwungs sein. Also, Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht, dann müssen Sie jetzt halt noch machen. Dann wird es ab Frühling, bis Sie das vorbereiten können. Was heißt das? Also, ich rede wieder von Industrieunternehmen. Jetzt aktivieren Forschung und Entwicklung, wenn Sie das haben, jetzt. Sie werden seit erhöht. Für Forschung, Entwicklung, Verkauf, neue Produkte, oder? Und wenn Sie das nicht befehlen, sondern in die Firma reinwerfen und offen sagen, wie es aussieht, Sie werden sehen, die Leute machen es freiwillig. Das haben sie auch freiwillig gemacht. Haben gesagt, gut, dann sehen nein. Keiner wird, dass wir jetzt Kurzarbeit machen. Produktion muss ich Kurzarbeit. Das ist ja klar, wenn Sie nicht produzieren können, muss ich. Also, keinen Wert, dass sie noch mehr machen. Aber die anderen erhöhen. Und das gibt Momentum. Das gibt auch ein Momentum für die Belegschaft, wenn sie sich unternehmerisch beschäftigen müssen. Wenn sie da hinstellen und sagen, die machen Kurzarbeit und die arbeiten 10% länger, dann sagt einer, ja, aber ist auch nicht solidarisch, oder? Ja, klar. Aber wenn Sie sich in das Ergebnis reintauchen und in die Situation, darum bin ich für absolute Transparenz innerhalb des Unternehmens. Gerade wenn es schlecht geht, jeden Monat. Sie sind an der Spitze, Sie kennen ja die Zahlen, ich hoffe es wenigstens. Das ist auch nicht bei allen Unternehmen so, aber wenn Sie die Zahlen kennen, die Entwicklung kennen, hinstehen vor die Leute, zeigen, wie schlecht das wir sind, das gibt Vertrauen. Und die ersten Notmaßnahmen getroffen haben, und wir müssen das klar sein, wenn Sie Leute abbauen, das ist die korrigieren einen Führungsfehler. Sie haben zu viel eingestellt vorher, scheinbar. Haben zu viel eingestellt, fertig. Aber deswegen müssen Sie nicht die Asche auf das Haupt streuen, nicht? Wir machen auch Fehler. Und dann, jetzt sollte Sie den Aufschwung vorbereiten. In einigen Jahren kommt er, ich sage Ihnen nicht wann. Ist auch gleich, ob der 2012 kommt oder 2013.
Aber es dauert immer ein paar Jahre. Diese Korrekturen dauern eben etwas länger. Was ich nicht weiß und auch noch nie erlebt habe, ist, wie weit wird diese Bankenkrise, wenn sie nicht durchgestanden werden kann, wird das die Industrie mitreißen? Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich würde aber hier nicht allzu pessimistisch sein, weil die ganze Welt, das ist wahrscheinlich jetzt ein Vorteil, dass es die ganze Welt betrifft, alle Bankenplätze haben die gleichen Probleme. Und die wollen jetzt da raus. Nun, ich sage Ihnen noch als Letztes, dass nicht das Unternehmen ist, sondern die Schweiz, das Land. An sich müssen die Politiker genau gleich reagieren wie Sie. Genau gleich, aus der Runde. Wenn Sie sagen, 20% sind 20%. Und da müssen Sie die von den anderen Bereichen, ich habe sie jeweils etwas aufgeteilt, auf die verschiedenen Bereiche nicht gleich viel. Und jetzt bringen Sie bis in 14 Tagen drei Varianten, wie Sie die Kosten senken würden. Und sagen mir, welche dieser drei Varianten ist die wenig schlechteste. Und Sie können auch noch eine andere bringen. Was würden Sie dann tun, wenn Sie kein solches Ziel hätten? Da werden Ihnen alle sagen, das ist nicht möglich, 20%. Da müssen Sie die Härte haben. Ich habe jeweils immer, wenn ich das muss, das manchmal machen im Leben, immer montagmorgens um 6 Uhr. Antraben um 6 Uhr, Kostensenkungsbefehlsausgabe. Damit Sie etwas Besonderes haben, und dann habe ich die Sache gebracht und gesagt, ade miteinander, in 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und zwar aus Selbstschutz müssen Sie das machen. Ja, nicht diskutieren beginnt, sonst werden Sie auch schwach. Ich habe es denen auch gesagt, wenn einer diskutieren würde, und sagt, ich will kein Wort hören, sonst werde ich auch noch schwach. Das ist, die Forderung zu stellen, ist schon eine große Kraftanstrengung. Das ist strenger, als es zu machen. Und der Unternehmer, meine Erfahrung ist, wenn einer sagt, ich kann es nicht, sage ich, in 14 Tagen bringen Sie es. Wenn Sie es nicht machen, mache ich es dann, aber dann sind Sie nicht mehr nötig. Ich sage Ihnen das alles nur, wie ernsthaft man dahinter muss. Und das muss schnell gehen, damit nicht das ganze Unternehmen sich während Jahren mit Kostensenkungen bemüht. Das muss schnell gehen. Sie müssen die Sache beschlossen haben. Ich habe immer gesagt, innerhalb von 2 Monaten muss es beschlossen sein, und zwar bis ins Detail. Wenn Sie Personen abbauen, müssen Sie wissen, wer, wo, wann, bis wann, bis ins Detail. Und dann muss es durchgezogen werden, dann haben Sie den Kopf wieder frei für anderes. Und was ist das andere? Sich auf den Aufschwung vorbereiten. Da sollten Sie jetzt drin sein. Jetzt sollten Sie im Vorbereiten des Aufschwungs sein. Außer Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht, dann müssen Sie jetzt halt noch machen. Dann wird es ab Frühling, bis Sie das vorbereiten können. Was heißt das? Also ich rede wieder von Industrieunternehmen. Jetzt aktivieren Forschung und Entwicklung, wenn Sie das haben, jetzt. Sie werden am Aufschwung teilnehmen intensiv, wenn Sie besser sind und anders als die Konkurrenz. Ist auch einfach, oder? Ich muss gar nicht gut sein als Unternehmer. Ich muss nur weniger schlecht sein als die Konkurrenz. Das ist doch tröstlich. Fragen Sie, wie viel sind aus der Runde? Wenn Sie sagen, 20% sind 20%. Und da müssen Sie die von den anderen Bereichen, ich habe sie jeweils etwas aufgeteilt, auf die verschiedenen Bereiche nicht gleich viel. Und jetzt bringen Sie bis in 14 Tagen drei Varianten, wie Sie die Kosten senken würden. Und sagen mir, welche dieser drei Varianten ist die wenig schlechteste. Und Sie können auch noch eine andere bringen. Was würden Sie dann tun, wenn Sie kein solches Ziel hätten? Da werden Ihnen alle sagen, das ist nicht möglich, 20%. Da müssen Sie die Härte haben. Ich habe jeweils immer, wenn ich das muss, das manchmal machen im Leben, immer montagmorgens um 6 Uhr. Antraben um 6 Uhr, Kostensenkungsbefehlsausgabe. Damit Sie etwas Besonderes haben, und dann habe ich die Sache gebracht und gesagt, ade miteinander, in 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und zwar aus Selbstschutz müssen Sie das machen.
ja nicht diskutieren beginnt, dann werden sie auch schwach. Haben es denen auch gesagt, wenn einer diskutieren wollte und sagt, ich will kein Wort hören, dann werde ich auch noch schwach. Das ist, die Forderung zu stellen, ist so eine große Kraftanstrengung. Das ist strenger, als es zu machen. Und der Unternehmer, meine Erfahrung ist, wenn einer sagt, ich kann es nicht, sage ich, in 14 Tagen bringen Sie es. Wenn Sie es nicht machen, mache ich es dann, aber dann sind Sie nicht mehr nötig. Ich sage Ihnen das alles nur, wie ernsthaft man dahinter muss. Und das muss schnell gehen, damit nicht das ganze Unternehmen sich während Jahren mit Kostensenkungen bemüht. Das muss schnell gehen. Sie müssen die Sache beschlossen haben. Ich habe immer gesagt, innerhalb von 2 Monaten muss es beschlossen sein, und zwar bis ins Detail. Wenn Sie Personen abbauen, müssen Sie wissen, wer, wo, wann, bis wann, bis ins Detail. Und dann muss es durchgezogen werden, dann haben Sie den Kopf wieder frei für anderes. Und was ist das andere? Sich auf den Aufschwung vorbereiten. Da sollten Sie jetzt drin sein. Jetzt sollten Sie im Vorbereiten des Aufschwungs sein. Auch Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht, dann müssen Sie jetzt halt noch machen. Dann wird es ab Frühling, bis Sie das vorbereiten können. Was heißt das? Also ich rede wieder von Industrieunternehmen. Jetzt aktivieren Forschung und Entwicklung, wenn Sie das haben, jetzt. Sie werden am Aufschwung teilnehmen intensiv, wenn Sie besser sind und anders als die Konkurrenz. Ist auch einfach, oder? Ich muss gar nicht gut sein als Unternehmer. Ich muss nur weniger schlecht sein als die Konkurrenz.